Okay, Klappe 210, meine Frisur verabschiedet sich schon immer mehr. Ich glaube, ich habe das Video jetzt schon 200 Mal gedreht und habe die Kamera jetzt irgendwie so anders hingestellt, dass ich jetzt irgendwie dahin schaue, obwohl. Okay, egal. Genau, und zwar, falls noch irgendwer zuschaut, dann herzlich willkommen zu einem. Ich schaue echt so weiter. Soll ich meine Kamera andersrum drehen? Naja. Und zwar heute stelle ich euch das Buch Götterblut vor von Stella A.Tech. Es tut mir so leid, falls ich den Namen falsch ausspreche. Genau. Ich dachte, es wird mal wieder Zeit für was Neues. Ich kenne die Autorin nicht, es kommt in dem Titel Götter vor und den Verlag Drachenmond Verlag kenne ich auch nicht. Aber ich dachte, es wäre noch gute Voraussetzungen, mal was Neues auszuprobieren. Ich lese euch mal die Rückseite vor und zwar. Es gibt fünf Dinge, die du wissen solltest, bevor du dieses Buch liest. Erstens, mein Name ist Varya Pandemos. Tut mir leid, liebe Autorin, falls ich es falsch ausspreche. Es tut mir wirklich sehr leid. Zweitens, ich bin die Tochter der größten wahnsinnigen Götter Hades und Aphrodite. Drittens, ich wurde mit einem Gendefekt geboren, der sich Medusa-Effekt nennt. Soll heißen, sieh mich an und du verlierst den Verstand. Viertens, obwohl ich im Gegensatz zu meinen Eltern menschlich bin, passieren in letzter Zeit ziemlich schräge Dinge. Ich meine, ist es normal, plötzlich silbern zu bluten, Stimmen im Kopf zu hören oder von einem Baum aufgespießt zu werden, ohne dabei, naja, drauf zu gehen? Fünftens, tja, und schließlich bin ich in der Hölle einem Gefängnisflüchtigen über den Weg gelaufen. Sein Name ist Peace, in Klammern auf, Sohn des Zeugs, Schrägstrich, arroganter Arsch, Schrägstrich, verboten Hals, Schrägstrich, seelenlos. Er versucht mit einem absolut hirnrissigen Plan, die Götter aus dem Olymp zu stürzen und ich werde ihm dabei helfen. Und irgendwie hat mich dieser Klappentext überzeugt und ich muss sagen, ich bereue es absolut nicht. Ich war bei der ersten Seite mit dabei bis zum Schluss. Ich hätte es wahrscheinlich in einem Tag durchgelesen, wenn ich nicht am Nachmittag was vorgehabt hätte. Deswegen, gleich nachdem ich fertig war, habe ich dann die Nacht durchgelesen, bin eingeschlafen und habe in der Früh weitergemacht, wie das eine Hardcore-Leserin macht. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich bereue es überhaupt nicht. Diese Autorin hat so einen genialen Schreibstil. Du fieberst mit, und diese ganzen, sie ist, ich finde, die Protagonistin ist etwas sarkastisch, was mir super gefällt. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr bei einem Buch so oft mitgelacht oder so mitgefiebert. Ich kann euch, diese Autorin ist einfach genial. Falls du das siehst, danke für dieses Buch, du bist eine super geniale Autorin. Also jetzt dadurch, da ich dir ein Lob zugesprochen habe, wirst du wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, jetzt kann ich beruhigt weiterschreiben. Tut mir leid. Kam super unsympathisch rüber, so war es gar nicht gemeint. Was ich eigentlich sagen wollte, ich liebe den Schreibstil dieser Autorin. Ich habe mir gleich danach das zweite Buch besorgt. Das ist leider nicht der zweite Teil, denn der ist noch nicht erschienen, leider. Und ich weiß nicht, was diese Hampelmann-Sachen hier die ganze Zeit sollen, aber ich bin super nervös. Ja. Und was zur Hölle wollte ich sagen? Ich schwafel immer so viel um den heißen Brei, dass ich dann gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Ja. Also. Genau, das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe, ging irgendwie um Lucifer und kann ich euch auch absolut nur empfehlen. Diese Autorin im Allgemeinen ist sowas von genial. Ich kann euch dieses Buch nur ans Herz lesen zu legen, falls ihr euch gut unterhalten lassen wollt. Ich kann es kaum erwarten, bis das zweite Buch erscheint. Und der Drachenmond Verlag, den zerstörbe ich. Da stöbere ich momentan auch ein bisschen rum, da mir dieses Buch ja auch so, da ich dieses Buch so genial fand, wollte ich wissen, was sie noch so rausgebracht haben. Ich hoffe. Irgendwer schaut dieses Buch an und irgendwer holt sich jetzt dieses Buch und liest es. Dann würde mich deine Meinung sehr interessieren. Aber da ich wahrscheinlich eh nur Selbstgespräche führen werde, da jeder wahrscheinlich schon diesen Channel verlassen hat, was mich nicht wundern würde, ich habe wirklich seit gefühlten 500 Jahren kein Video hochgeladen. Es ist auch irgendwie merkwürdig, in die Kamera zu sprechen. Also Selbstgespräche sind mir natürlich nicht fremd, aber. Spreche ja noch nicht immer selber mit mir im Spiegel so, hi Jasmine, wie geht's? Oh, super, siehst du heute wieder aus. Ja, danke. Okay. Meine Freunde haben gesagt, ich soll das nicht so oft machen, weil das ziemlich gruselig ist. Also lass ich es lieber.
Ah, schön, meine Freundin ist jetzt auch wach. Ich weiß, dass sie. Ich war heute um 11 wach. Ich habe ihr um 12 geschrieben, so: Hey, na, wie geht's? Bist du wach? Ich bin wach. Willst du ins Fitness gehen? Und jetzt um 15:50 Uhr schreibt sie, sie ist wach. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Video abschließen soll, deswegen schwafel ich noch gerade um diesen heißen Brei. Ja. Es ist sehr merkwürdig, wieder im Video zu drehen. Aber irgendwie habe ich es auch vermisst. Deswegen verabschiede ich mich lieber gleich, bevor ich euch noch zuschwafel, dass gerade diese Justin Bieber Fernsehwerbung kommt und er unglaublich sympathisch rüberkommt. Ja, okay, Jasmin, halt die Klappe. Ja, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und besorgt euch dieses tolle Buch. Ups. Das nennt man. Wie nennt man das? Tollpatschigkeit? Ja.